Hallo und herzlich willkommen zu Teil Nummer 3 meiner neuen Miniserie Logic's Delay Plugins, in dem ich Logic's interne Delays unter die Lupe nehme. Heute dreht sich alles um Logic's Tape Delay, ein Delay, mit dem du sehr kreativ arbeiten kannst und sehr viel Spaß haben kannst. Also bleib auf jeden Fall dran. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Aber auch wenn du nicht mit Logic arbeitest, kannst du hier viel mitnehmen, denn auch deine DAW hat mit Sicherheit mehrere Delay-Plugins, die so ähnliche Einstellungsmöglichkeiten haben wie hier. Also heute dreht sich, wie gesagt, alles um das Tape-Delay. Was bedeutet Tape-Delay eigentlich? Naja, wie der Name schon sagt, emuliert dieses oder simuliert dieses Delay die Echos oder die Delays von die alte Bandmaschinen verursacht haben. Ich weiß nicht, die wenigsten von euch haben wahrscheinlich schon mal eine Bandmaschine in echt gesehen, geschweige denn mit einer gearbeitet. Wenn ja, dann schreib's mal bitte unten in die Kommentare. Oder hast du eine Bandmaschine zu Hause stehen? Ich glaube, dass ich da keinen finde, der noch eine hat. Wir haben noch eine im Studio. Aber es simuliert, wie gesagt, solche Echos oder Delays, die solche alten Bandmaschinen erzeugt haben. Das Tape-Delay ist ein Mono-Delay zunächst mal. Und hier siehst du schon die Einstellungsmöglichkeiten. Es ist wieder hier sauber unterteilt. Und zwar hast du zum einen die Sektion Delay, die Sektion Charakter. Dann haben wir hier unten Modulation. Das ist die entscheidende Sektion hier unten bei diesem Tape-Delay. Dann haben wir Feedback und Output. Also so ähnlich wie bei einem Stereo-Delay auch, mit ein paar Unterscheidungen. Tape-Delay ist wie gesagt ein Mono-Delay, aber wenn du es Stereo einsetzen möchtest, ist das auch möglich. Ich lasse es jetzt mal hier in den Standardeinstellungen und ich gehe hier zurück auf die Standardeinstellungen. Hören uns die Gitarre mal an und ich schalte das Tape-Delay zu. Wenn du dieses Tape-Delay jetzt als Stereo-Delay einsetzen möchtest, obwohl es eigentlich als Mono-Delay gedacht ist, zeige ich dir jetzt gleich mal einen kurzen Trick. Und zwar kannst du das ganz einfach machen. Ich mache es jetzt hier mal wieder raus, indem du ein Mono zu Stereo-fähiges Plugin lädst. Ich nehme jetzt hier einfach mal Gain, ja, wähle hier Mono zu Stereo und dann kann ich hier mein Tape-Delay drunter laden. Und jetzt hast du die Möglichkeit, hier über Feedback dieses Delay einfach breiter zu ziehen. Okay, das wäre schon mal der erste Trick, der ganz gut funktioniert und mir gefällt das so einfach auch besser. Zunächst mal jetzt zu den Einstellungsmöglichkeiten hier von dem Tape-Delay. Es ähnelt sehr dem Stereo-Delay mit Abweichungen. Du kannst also auch hier die Delay-Zeit auswählen. Ich habe jetzt hier das nach Noten gewählt. Du kannst es aber auch nach Millisekunden auswählen. Du kannst hier die Delay-Fahne halbieren. Oder verdoppeln, ganz normal wie beim Stereo-Delay auch. Und du kannst noch zusätzlich das Delay out of time so ein bisschen verschieben hier über die Deviation. Dann kommen wir jetzt zur Modulation und das sind eigentlich so das Hauptunterscheidungsmerkmal von diesem Tape-Delay. Ich stelle hier auch mal wieder hier 0 ein und jetzt kommen wir hier zu den interessanten Dingen. Das ist einmal die LFO-Rate und die LFO-Intensity. Damit kannst du deine Delays mit der für Bandmaschinen typischen Klangfärbung etwas einfärben, denn die haben diesen Chorus-Effekt erzeugt. Ich drehe die mal hier nach oben. Jetzt hörst du schon einen sehr extremen Chorus-Effekt und das ist natürlich jetzt ein bisschen heftig, weil es so verstimmt ist, weil es pitcht. Wenn du aber diesen heftigen Chorus-Effekt möchtest und aber diese Verstimmung nicht so extrem haben möchtest, dann kommt dir dieser Smoothing-Regler hier zu Hilfe. Denn diese beiden Einstellungen, diese drei Drehregler oder dieser Schieberegler und die zwei Drehregler hier von LFO, die hängen miteinander zusammen. Ich kann jetzt also, wenn ich einen starken Chorus-Effekt möchte, aber ich möchte nicht, dass der Pitch so hin und her wabert, dann kann ich das Smoothing nach oben ziehen, dann habe ich einen starken Chorus-Effekt ohne diese starke Verstimmung. Ja, ich ziehe einfach mal hier den Drehregler nach oben. Also starker Chorus-Effekt, ohne dass es so verstimmt wird.
Das zweite, was typisch ist jetzt für so Bandmaschinen, ist die Flutter Rate und die Flutter Intensity. Worum geht's jetzt bei der Flutter Rate? Geht's hier um irgendwelche Vögel? Nein, hier geht's um Geschwindigkeitsschwankungen, die Bandmaschinen erzeugt haben, wenn die Motoren nicht in der Lage waren, das Tempo regelmäßig zu halten, also oder immer das gleiche Tempo zu halten. Ich denke, deutsch übersetzt könnte man es ganz gut mit Eiern übersetzen, ja. Und das kannst du jetzt hier auch über die Flutter Rate und Flutter Intensity, kannst du das jetzt simulieren. Also wir können hier so ein bisschen zusätzlich zu dem Chorus-Effekt hier, können wir hier so ein bisschen so ein Eiern simulieren, was so ein bisschen diese Klangfärbung von ja, so ein bisschen Oldschool, so eine Oldschool-Aufnahme, die nicht so super, so super sauber klingt, können wir simulieren. Das fahre ich jetzt auch mal hier noch mit dazu. Also du hörst dieses typische Eiern, das kannst du hier mit dieser Flutter Rate, also den Geschwindigkeitsschwankungen kannst du hiermit erzeugen, indem du diese Geschwindigkeitsschwankungen von der Bandmaschine simulierst. Wir haben hier noch einen Low-Cut und einen High-Cut. Das ist auf jeden Fall auch gut, weil ich höre jetzt hier schon, dass wir hier ein bisschen so ein mumpfiges Delay haben. Ich kann mal jetzt den Dry-Regler runterziehen, sodass wir nur das Delay hören. Schon wesentlich besser so, es wabert jetzt hier nicht mehr so im Tiefmittenbereich rum und müllt uns den Mix zu. Deswegen bei Delays auch immer mit dem Equalizer arbeiten und damit versuchen, das ein bisschen auszuputzen. Gut, jetzt gehen wir hier zur Character-Sektion über. Spread habe ich dir schon erklärt. Clip Threshold ist auch recht interessant, denn über die Clip Threshold kannst du eine analoge Verzerrung simulieren, ja. Eine digitale Verzerrung hier in deiner DAW, die ist nicht so gut, aber eine analoge Verzerrung wirkt auf die meisten Zuhörerohren immer sehr, sehr angenehm. Und die kann ich jetzt hier reinfahren, indem ich die Threshold runterziehe. Machen wir das auch mal. Ja, so wird der Sound etwas spitzer, ohne unangenehm zu klingen. Und dann haben wir hier noch den Tape-Head-Mode, damit kannst du die Tonkopfstellung verändern. Entweder clean oder diffus. Und diese diese Möglichkeiten verändern oder beeinflussen auch maßgeblich hier, was hier unten in der Modulation passiert. Ja, ich lasse es mal vielleicht an einem anderen Beispiel laufen, dass wir immer nicht das Gleiche hören. Machen wir hier mal den Direktvergleich, damit du hörst, was dieses Delay jetzt hier gemacht hat. Trocken, also ohne Delay und dann mit Delay. Also was dieses Delay hauptsächlich von den anderen Logic Delays unterscheidet, ist tatsächlich diese Modulationssektion, mit dem du hier deine Delay Lines mit Chorus versehen kannst und diese Geschwindigkeitsschwankungen simulieren kannst. Alles in allem ist aber so ein abgedrehtes Delay hier mit dem Tape Delay recht schnell eingestellt. Apropos schnell, wenn du schneller abmischen lernen möchtest, dann empfehle ich dir mal ein PDF Speed Mixing. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt und da erkläre ich dir in 10 einfachen Schritten, wie du zum perfekten Mix kommst und dabei sogar noch viel Zeit sparen kannst. Also im ersten Kommentar als PDF angepinnt, lad's dir runter, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Was jetzt noch übrig bleibt, ist der Delay Designer. Da habe ich aber schon vor längerer Zeit mal ein Video dazu gemacht. Das kannst du dir hier anschauen. Empfehle ich dir unbedingt. Gehe ich auf alle Parameter von dem Delay Designer ein und erkläre dir ganz genau, was du damit anstellen kannst. Wenn dir dieses Tutorial gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder über einen netten Kommentar und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann!